Es gibt einen neuen Sneak Peek zum nächsten Update von Notruf Hamburg. Hierbei sehen wir ein neues Panzerfahrzeug vom SLK, eine neue Funktion beim SLK und die neuen Mietroller. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass. Wir starten direkt mal rein. Let's go! Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal den Sneak Peek und wir sehen auf jeden Fall drei große Neuerungen. Erstmal sehen wir ein neues Fahrzeug fürs SLK, was gepanzert ist und coole Neuigkeiten hat, gehen wir gleich sofort drauf ein. Dann sehen wir hier auf jeden Fall eine riesige Neuheit und zwar können SLK-Beamte sich an diesem Truck festhalten und sich hier hinstellen und dann wahrscheinlich während der Fahrt abspringen. Ich würde sagen, da gehen wir gleich drauf ein, denn wir sehen noch was bei dem Sneak Peek und zwar den neuen Roller. Und wir können auf jeden Fall erkennen, es wird ein E-Roller sein. Und Leute, der steht einfach hier so rum. Wir haben hier eine Ladestation, soweit relativ easy. Und da werden die wahrscheinlich spawnen. Da muss man jetzt aber gucken. Ich kann es mir so vorstellen, dass sie halt dann so alle 10 Minuten dann neu spawnen. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist halt, dass sie halt kaum Platz einnehmen. Deswegen denke ich, werden wir auf der gesamten Map richtig viele von diesen Rollern haben. Ich denke schon, dass da bestimmt 20 von diesen Rollern mindestens rumstehen werden. Weil die kann man wirklich überall hin. Beim Farmshop, beim Parkhaus, beim Krankenhaus, wirklich überall und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Jedoch sieht man auch, es ist ein winziger Roller und der wird wahrscheinlich nur so irgendwie 25 km/h schnell sein. Jedoch vielleicht auch so bis zu 50 km/h. Ich glaube, das ist realistisch, irgendwie zwischen 25 und 50 km/h. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal auf den Hauptpunkt hier ein und zwar den Truck, den gepanzerten Wagen und danach nochmal auf den Motorrad Game Pass, denn da gibt es auch eine Neuerung. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Truck an. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass es gefühlt so eine kleine Mischung zwischen dem Panzerwagen ist mit diesem Schild vorne und dem Survivor. Zumindest finde ich, sehen die so ein bisschen ähnlich aus auf jeden Fall. Wir sehen auch hier einen Schriftzug BR Titan und hier vorne Battle Ready. Und man muss auf jeden Fall sagen, der sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Jedoch kann ich da direkt schon einen negativen Punkt nennen, auch wenn ich den noch gar nicht in-game kenne. Der wird, denke ich mal, wieder sehr langsam sein. Also ich denke, da wird wieder Survivor und wieder Panzerwagen auch eine 95 km/h fahren. Jedoch könnte ich mir auch vorstellen, was ich persönlich cool finden würde, dass der irgendwie, sagen wir, 130, 140, 150 fahren kann. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dieses 95 km/h, das ist viel zu langsam für ein vernünftiges Fahrzeug. Eine weitere Neuerung im Vergleich zu den anderen Panzerfahrzeugen ist, dass man hier nur diese, ja würde ich sagen, Frontblitzer so gesehen überall verbaut hat. Man hat keine Rundumleuchten so gesehen mehr, die hier oben irgendwie auf so Stäben hocken. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Sondern die sind wirklich fest verbaut. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Fahrzeug sieht auch deutlich moderner aus als der Survivor oder der Panzerwagen. Wenn wir jetzt hier links auf jeden Fall gucken, sehen wir halt, wie gesagt, einen SEK-Beamten, der hier dranhängt. Man sieht hier auf jeden Fall zwei solcher Tritte. Das heißt, wahrscheinlich kann man nicht innen drin einsteigen, sondern nur draußen. Zumindest denke ich das mal, weil sonst wäre das bestimmt irgendwie ein bisschen buggy mit den ganzen E-Punkten, dass man zum Beispiel einsteigen möchte und dann ist man draußen oder andersrum. Jedoch denke ich trotzdem, dass es so sein wird, wenn man bei über 50 km/h aussteigt oder runterspringt, dass man dann halt umgekickt wird. Ich werde euch jetzt meine Meinung zu diesem Panzerwagen mal sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, er sieht optisch cool aus und dass man sich hier so ranhaften kann, beziehungsweise dranhängen kann, ist auf jeden Fall cool. Jedoch muss man ganz ehrlich sagen, ist dieses Panzerfahrzeug, wenn es nichts Besonderes kam, ziemlich nutzlos. Wir haben schon den Survivor und wir haben schon den richtigen Panzerwagen so gesehen, den es bis jetzt gibt. Und beide von denen sind zwar an sich optisch cool, bringen aber im Game eigentlich fast gar nichts. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass man hier noch irgendwelche anderen Vorteile hat, außer dass er halt relativ cool aussieht und man sich hier ranhängen kann. Weil sonst wird er halt wahrscheinlich so die erste Woche aktiv gefahren und danach eher weniger. Weil der wird halt relativ langsam sein wahrscheinlich und mehr hat er dann auch nicht zu bieten. Abgesehen davon, dass er halt mehr Schutz haben wird als zum Beispiel jetzt eine E-Klasse, das heißt, er geht nicht so schnell kaputt. Jedoch kann man auch hier natürlich sagen, fürs RP ist das bestimmt super. Also so ein schönes Fahrzeug, was nicht zu groß ist, sieht kleiner aus als der Survivor, würde ich sagen. Aber trotzdem noch ganz angenehm auf jeden Fall. Also soweit merken wir uns das mal. Ich glaube, es ist schon recht nice, aber jetzt nicht so der Oberburner, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei diesen Rollern sieht man dann halt auf jeden Fall, dass sie hier einfach so rumstehen. Man wird wahrscheinlich dann zum Automaten gehen, da dann den mieten müssen und dann wahrscheinlich zurückbringen. Also ich gehe mal davon aus, dass man ihn zu einem Automaten zurückbringen muss oder man kann ihn halt irgendwo stehen lassen, kann auch sein, keine Ahnung. Also ich muss persönlich sagen, der Sneak Peek ist schon cool. Wir werden aber auf jeden Fall sehen, wie gut dieser Panzerwagen wirklich ist. Ich wollte ja wie gesagt nochmal auf den Motorrad Game Pass eingehen und zwar ist dieser seit, ich glaube vorgestern jetzt im Shop erhältlich.
erhältlich für 400 Robux. Das ist auf jeden Fall teurer als die anderen Fahrzeug-Gamepässe oder Erweiterungen. Das hat aber damit zu tun, dass es halt eine komplett neue Mechanik ist. Weil vorher waren es ja immer normale Autos, 4 Räder, alles normal, gleiches Chassis. Für die Entwickler, glaube ich, relativ entspannt. Jedoch sind diese Motorräder halt ein bisschen komplizierter. Du hast nur 2 Räder, die müssen ein bisschen sich bewegen, alles drum und dran. Deswegen ist der auch teurer. Wir haben außerdem auf dem Game Pass Profilbild ein weiteres Motorrad, was anscheinend eine KTM ist, laut Fari und ChatGPT als Quelle. Das heißt, somit sind wir schon bei 2 Motorrädern. Eins für die Polizei und wahrscheinlich auch Feuerwehr und ADAC. Und eins, was wahrscheinlich nur die Bürger haben werden. Welches dann hoffentlich auch ein bisschen schneller ist. Ich denke jedoch, es wird mindestens noch ein weiteres Motorrad geben. Wenn nicht sogar noch mehr. Wir haben natürlich jetzt einmal den Gratis-Roller für jeden. Wir haben einmal die BMW-Maschine für die Jobs und gratis für die Bürger. Und jetzt halt anscheinend diese KTM für Bürger, die dann Geld kosten wird. Und ich gehe davon aus, dass wir noch einen weiteren Roller bzw. Motorrad haben, welches viel schneller ist als der Rest. Also wahrscheinlich dann so 250 km/h, was wirklich sehr schnell ist. Aber wenn du verunfallst, dann bist du halt instant, ja, ich würde sagen, tot fast gefühlt, wenn du mit 300 km/h gegen eine Wand bretterst. Wir kommen jetzt auf jeden Fall mal zu dem Update-Datum. Ich würde sagen, es ist möglich, dass das Update zwischen morgen und nächster Woche Sonntag auf jeden Fall kommen wird. Denn es gab auch schon früher Updates, in dem einfach am Samstag zum Beispiel der Sneak Peek war und einen Tag später kam das Update. Das ist diesmal natürlich auch möglich, jedoch denke ich eher, dass es so Mitte, Ende nächster Woche kommt. Ist natürlich nur meine Theorie, Leute, also jetzt nicht wieder komplett ernst nehmen, dass es 100% kommt. Ich vermute es nur, weil wir haben jetzt schon alle Features auf jeden Fall anscheinend offenbart. Und zwar den Roller, den Motorrad Game Pass und das neue Fahrzeug fürs SEK. Das wird ja wahrscheinlich dann alles sein, was im Update kommt. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass in einem EH-Update noch mehr kommt. Zumindest keine großen Sachen. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass die Motorräder jetzt so ein bisschen getestet werden, weil der Game Pass erst letztens rausgekommen ist und dieser dann für die Mods zum Testen war, so wie ich es verstanden habe. Und jetzt geht es wahrscheinlich in die finale Testphase und dann kommt das Update hoffentlich schon. Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wann das Update jetzt endgültig kommen wird und was kommen wird. Wir haben zwar jetzt vieles gesehen und schon an Informationen bekommen, jedoch kann es natürlich sein, dass wir noch mehr bekommen, dass es weitere Informationen gibt und vielleicht noch was weiteres im Update. An der Stelle würde ich aber auch sagen, lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Was denkt ihr, könnte noch dazukommen im Update und wann wird es kommen? Außerdem gerne eure Meinung, wie findet ihr die Motorräder und das neue Fahrzeug und den Mietroller im Allgemeinen? Schreibt das wie gesagt gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Außerdem lasst mal gerne ein Like und ein Abo da für dieses sehr schnelle Video nach dem Sneak Peek und schreibt auch gerne einen Kommentar dazu noch für den Algorithmus, damit würdet ihr mich nämlich sehr, sehr, sehr doll unterstützen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.